Dann würde ich mal sagen, lass uns mal an der Stelle noch vielleicht abschließend auf die eine Frage eingehen. Wie ist da bei euch ist der Rollout geplant? Also ihr habt jetzt ja in den nächsten Tagen die Veröffentlichung, die Publikation eurer Veranstaltung am 15. Wie geht es dann weiter? Also werden Also dann es gibt da die noch neben der Gattung, der Produktgattung, dem XRA, gibt es ja noch etwas, was Smartly besonders auszeichnet. Und zwar, wir sehen auf der einen Seite eine wahnsinnige Herausforderung auf alle Menschen, Unternehmen und Staaten zukommen, und zwar in dem Bereich der digitalen Souveränität, dass wir letzten Endes in einer unfassbaren Weise abhängig sind von irgendwelchen Plattformen. Und dass sich überall Monopolplattformen bilden und diese Monopole dann ihre Macht auch entsprechenderweise ausnutzen. Also jetzt gerade in diesen Tagen wurde veröffentlicht, dass Facebook seinen Quartalsgewinn von, ich glaube, also die Größenordnung stimmt, von 4,5 Milliarden Dollar auf über 9 Milliarden gesteigert hat. Da könnte Gut man sagen, okay, es ist verstehbar. ein super Wachstum. Aber das Interessante ist, obwohl die so fantastisch gewachsen sind im Gewinn oder gerade deshalb auch, sie haben ihre Preise bei der Werbung um 30% erhöht. Ja, das ist einer der Wachstumstreiber. Die haben letzten Endes ihre Marktposition entsprechenderweise genutzt. Wenn ein Marktbegleiter von Facebook auftritt, wie das zum Beispiel bei Instagram oder bei WhatsApp war, dann ist die Regel, dass dieser Marktbegleiter sofort weggekauft wird Klar, ja. und integriert wird in das jeweilige Unternehmen. Oder es wird dann mit dem Produkt, was es schon gibt, quasi dann fusioniert, ja. Genau. Jetzt ist es so, dass Gott sei Dank in unserem Markt bei den mittelständischen CRM-Systemen gibt es immer noch sehr, sehr viele unterschiedliche, was unter anderem auch daran liegt, dass es in jedem Land in Europa so einen Hero gibt, so wie wir im deutschsprachigen Raum mehr der Hero sind. Wir sind zwar international unterwegs, aber am stärksten sind wir eben im deutschsprachigen Raum. Also der Markt ist noch nicht besetzt. Also es gibt noch, es hat sich da niemand so richtig durchgesetzt. Wenn sich aber jemand durchsetzen würde in diesem für kleine und mittelständische Unternehmen Markt, wäre die Gefahr natürlich für die Marktteilnehmer groß, dass da das Gleiche passiert, dass dann irgendein ganz Großer zuschlägt und denjenigen einfach übernimmt. Und deshalb haben wir gesagt, das wollen wir nicht, dass das passiert, sondern umgekehrt, wir wollen, dass SmartV als Unternehmen eigenständig ist. Das war vor kurzem eine AG, die wir jetzt umgewandelt haben in eine europäische SE, also eine europäische Aktiengesellschaft, und haben jetzt gestartet und am 15.06. werden wir das weiter fortführen. Zunächst unsere Mitgestalter daran zu beteiligen und dann unsere Kunden und die Partner zu beteiligen. Und die können nur so lange beteiligt sein, solange sie aktiv sind. Wenn sie nicht mehr aktiv sind, können sie genau an die anderen verkaufen. Müssen auch verkaufen. Also können nicht verkaufen, nur verkaufen, sondern müssen auch tatsächlich verkaufen. Das heißt, es gibt keine Übernahmemöglichkeit durch einen Dritten von SmartV. Wir nennen das Ganze eine SE in Selbsteigentum. Das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir werden auch die Gewinne begrenzen. Wir wollen keine so Monopolgewinne. Wir sind eine Art von Genossenschaft, kann man sagen, in dem Aktiengewand und begrenzen unsere Gewinne auf 10%. Und der Rest geht entweder in Innovation oder in Kostensenkung. Also wir geben diese Skalierungsgewinne, die einfach bei einer Cloud-Software ganz üblich sind, oder auch die Vernetzungseffekte, die ja zur Skalierung führen, die geben wir tatsächlich an die Kunden wieder zurück. Entweder durch Innovation oder durch Preissenkung oder durch beides. Habt ihr vielleicht auch, also so kenne ich dich, darüber nachgedacht, auch mittelfristig durchaus auch in soziale Zwecke dann auszuschütten, weil es ist ja auch immer mehr Trend, dass man sagt, okay, 1% vor, gibt es eine eigene Aktivität, die weltweit relativ bekannt jetzt geworden ist in den letzten Monaten. Das ist sehr spannend, genau. Also wir haben. Oder ein Baum für so und so viel Gegenwert wird dann halt als statt Ausschüttung entsprechend investiert. Also sowas kann ich mir gerade in so einem genossenschaftlichen Prinzip natürlich auch vorstellen, dass das auch nochmal ein Argument ist, zu sagen, dann gehe ich doch lieber zu dieser SmartV SE, weil das einfach auch Nachhaltigkeit nochmal zusätzlich pflegt. Genau, da gibt es zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, wir sagen, wir als CS und als SmartV, wir wollen unbedingt einen Beitrag leisten zu einer neuen Gesellschaftsordnung, und die nennen wir V-Society,
Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie von der Gewinnmaximierung weggeht und dass jedes Unternehmen eine Balance finden muss zwischen auskömmlichen Gewinnen, Gemeinwohl, der Potenzialentfaltung des Einzelnen, also dass der sich auch weiterentwickeln kann, und der Lebensfreude, dass es ihm auch Spaß macht in diesem Moment. Genau. Also das ist und da steckt eben, und wir haben schon zwei Vehikel oder ein Vehikel haben wir schon live, das ist Freudeschenken e.V. Damit, das ist ein gemeinnütziger Verein, damit unterstützen wir Projekte, die in irgendeiner Weise zu die V-Society weiterentwickeln. Mhm. Und wir werden jetzt am 15.06. eine Institution auszeichnen, das ist unser zweites großes Projekt, das heißt WeCanChange.World. Dort werden wir einfach Projekte auszeichnen, die besonders herausragend sind in diesem Anspruch, die Welt zu verbessern. Mhm. Ne, finde ich super, weil das ist, wie gesagt, so kenne ich dich jetzt seit langem, du hast das immer wieder gepflegt, diese einerseits soziale Schrägstrich, aber auch diese nachhaltige Ader, und deswegen wundert es mich jetzt überhaupt nicht, dass in der Richtung noch was kommt. Also du bist ja da auch mit deinem Team durchaus, ich nenne es mal nicht Karnickel aus dem Hut zaubern, aber eben immer wieder weiterentwickeln oder eben stärker im Vordergrund stellen. Beides ist ja auch sinnvoll, da was zu machen. Also sprich, Smart We ist sozusagen ein Nukleus, der letztendlich aber eine durchaus eine, ich würde mal fast schon sagen, revolutionäre Entwicklung nehmen kann, oder? Ich sehe es tatsächlich so, dass wir entweder die Gesellschaft entwickelt sich komplett in einen Bereich Plattformökonomie inklusive Überwachungsstaat, oder es gelingt uns tatsächlich ein humanistisches Menschenbild ohne Überwachung durchzusetzen und dann tatsächlich in den Plattformunternehmen, also mir geht es nur um Plattformunternehmen, diese Plattformunternehmen, die oft systemrelevant sind, wo sich Staaten und Unternehmen und Menschen total abhängig machen, die müssen in ein Regularium rein, wo letzten Endes die Macht, also beim Souverän, beim Bürger liegt und nicht sozusagen bei einem Geldgeber oder einem Konglomerat von Geldgebern. Und vielleicht nochmal, warum, also Gewinn, also manche zucken ja zusammen, wenn ich als Unternehmer sozusagen gegen Gewinnmaximierung bin. Aber das ist mir wirklich total wichtig, weil ich einfach glaube, dass das eine fatale Entwicklung ist. In der Vergangenheit war es so, dass jeder Unternehmer auch gewinnorientiert war und das wird er auch in der Zukunft sein. Wenn der aber ein mittelständischer Unternehmer ist und er geht hier in Karlsruhe auf die Straße, dann verhält er sich automatisch einigermaßen sozial, weil diese Unsozialität für ihn einfach eine Schwierigkeit darstellen würde. Wenn jetzt aber immer mehr Konzerne sozusagen, also sich dort alles allokiert und dort Unternehmen wie zum Beispiel BlackRock, reine Anlageunternehmen, sich anlegen, die aber selbst im Wettbewerb sind mit anderen Anlageunternehmen, dann sind die an nichts anderem interessiert wie an Gewinnmaximierung. Das heißt, Beziehungen zu Kunden, zu Mitarbeitern, zur Umwelt ist einfach nur nachgelagert. Das eine ist Maximierung und alles andere ist sozusagen hinreichend gut, damit Maximierung nicht beeinflusst wird. Und deshalb ist es aus meiner Sicht schon ein Ansatz, wo ich mir auch wünsche, dass es dann anschließend andere Plattformen in anderen Bereichen auch gibt, die sich aufmachen und in Selbsteigentum übergehen. Ich finde es, wie gesagt, aus meiner Sicht absolut lobenswerte Initiative, weil auch solche Vorbildfunktionen braucht es, damit andere dann wiederum Mut schöpfen und sagen, oh, das, der Martin Hubschneider mit seinem Team macht das könnte also für uns in einem anderen Bereich auch Vorbild sein, wobei selbst, ich sage mal, im Softwaremarkt, wo wir uns gerade gesprächstechnisch bewegen, ist wahrscheinlich immer noch Platz genug für andere, die ähnlich denken, weil am Ende, je mehr Ausbreitung in dieser Philosophie stattfindet, umso angenehmer wird es doch für die Mitarbeiter als auch für die Kunden. Also von daher kann man eigentlich nur sagen, sehr, 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 sehr lobenswert, kann man nicht dick genug unterstreichen. Das freut mich sehr, dass ich da einen Mitstreiter habe, genau. Doch, also absolut. Also ich denke, da bin ich sicherlich Freund von der ersten Minute an, wo ich diese Genossenschaftsidee auch gehört habe, schon, du hast sie ja schon vor einem Jahr schon geäußert, nicht sogar schon vor 2 Jahren schon geäußert. Genau. Da kam noch Corona dazwischen, genau. Ja, genau. Also daher, wie gesagt, ich verfolge das sehr, sehr, sehr gerne und aber auch sehr, sehr interessiert.